Hallo und herzlich willkommen bei Vegileo. Heute backen wir mal ein Brot und zwar ein Roggen-Weizen-Mischbrot. Ganz, ganz einfach und ich mache das jetzt zum Testen mal in der Heißluftfritteuse. Ihr könnt es aber auch im Backofen machen. Als erstes gebe ich Roggen-Vollkornmehl in meine Schüssel. Das mache ich jetzt erstmal nur zum Testen, deswegen sind das jetzt nur 125 Gramm. Und das gleiche mache ich mit dem Weizenmehl, auch 125 Gramm. Normalerweise wäre das eine doppelte Menge, aber die Backform da drin ist ziemlich klein und ich wollte es halt, wie gesagt, erstmal testen. Ein Päckchen Trockenhefe käme normalerweise hinein. Ich habe jetzt hier alles reduziert, also die Hälfte genommen und gebe jetzt ungefähr 4 Gramm rein. In dem ganzen Päckchen sind 7 Gramm, aber das kann man ja so schlecht teilen. Dann ein halber Teelöffel Salz und ein halber Teelöffel Zucker. Und etwas Öl. Ich nehme hier Rapskernöl und zwar 1,5 Esslöffel. Und dann kommt noch lauwarmes Wasser, das sind 150 Milliliter. Und dann wird das Ganze einfach gut verknetet. Ihr könnt das so machen wie ich, entweder hier mit so altherkömmlichen Knethaken oder mit einer Küchenmaschine oder mit den Händen. Und wenn das dann hinterher so richtig schön verknetet ist und das so einen richtigen Klumpen ergibt, dann habe ich das nochmal mit den Händen kurz durchgeknetet. Und dann kommt das nochmal wieder zurück in die Schüssel, wird mit einem Tuch abgedeckt und muss dann erstmal so circa 40 bis 50 Minuten ruhen. Nach der Zeit wird das dann nochmal gut durchgeknetet. Ja, ich habe das jetzt, wie gesagt, nochmal so eine Minute vielleicht durchgeknetet. Und dann kann das entweder in den Backofen oder in eine Backform. Ich habe jetzt hier diese kleine Backform von der Heißluftfritteuse. Und die gebe ich jetzt da rein und dann stelle ich das ein auf 200 Grad für 30 Minuten. Und das ging wirklich schnell. Das Brot ist auch wirklich nach 30 Minuten fertig. Ich habe das jetzt mal vorsichtig aus der Form genommen. Das fällt auch einfach dann raus. Habe das jetzt mal einen Augenblick abkühlen lassen. Es war aber noch lauwarm. Habe es mal aufgeschnitten. Und es ist wirklich richtig toll geworden. Außen knusprig, innen schön frisch und weich. Die Kamera hat das jetzt hier leider nicht so gut scharf gestellt, aber ihr seht das, glaube ich, ganz gut. Ja, ihr könnt natürlich auch Brotgewürz noch reintun oder was weiß ich, Körner. Da bleibt ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich wollte es jetzt, wie gesagt, einfach mal testen. Vielleicht war das eine kleine Anregung für euch. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.